Ja, ein herzliches Hi-Ho, meine Mitzwerge und Zwergenfreunde beim neuen Projekt A Game of Dwarves. Yay! Große Spannung, ja. Also, wie man schon sehen konnte an dem kleinen netten Vorspann, es geht um Zwerge. Und zwar Zwerge satt. Ja, A Game of Dwarves, der Name ist ein bisschen angelehnt an den Titel Game of Thrones. Wie man aber hier unten sehen konnte an dem netten... an der netten Newsleiste hier unten, ist A Game of Dwarves schon ein bisschen älter. Also ich muss zugeben, ich kenne Game of Dwarves länger, als ich Game of Thrones kenne. Also bevor ich die Serie das erste Mal gesehen habe. Und ich muss ein bisschen die Musiklautstärke runterdrehen. So. Weil sonst verstehe ich mich selber nicht und schreie euch zu sehr ins Mikrofon. Gut. Ja. Also, was ist A Game of Dwarves? Kurz zur Erklärung, bevor wir in die Kampagne reinstarten. Game of Dwarves ist ein Zwergensimulator. Also, wir kriegen unser eigenes Zwergenvolk an die Hand gelegt und dürfen mit dem die Unterwelt erkunden. Unsere eigene Zwergenfestung errichten, Minen anlegen, Orks, Goblins und alles andere, was in der Unterwelt rumkleucht und fleucht, bekämpfen. Eben was Zwerge so tun. Und natürlich Bier saufen. Ja. Ich muss anmerken, ich habe vor ewig langer Zeit, also das war glaube ich noch vor 2 Jahren oder so, zu der Zeit lief mein Drachensang-Projekt noch, habe ich schon mal angefangen, Game of Dwarves aufzunehmen. Jedenfalls die erste Mission. Aber ich dachte mir, dass das so lange her ist und sich meine Qualität in der Zeit geändert hat, fange ich nochmal von vorne an. Ganz frisch mit einer ganz neuen Kampagne. Um das mal vorwegzunehmen. Ich werde aber trotzdem mal das alte Video online stellen, nur nicht in der Playlist, sondern in irgendeiner anderen Special-Vorstellungs-Playlist, in der dann auf die Playlist mal verweisen, dass ihr sehen könnt, wie sich das im Laufe der Zeit geändert hat, also die Qualität. Ja, das Spiel ist auf jeden Fall von 2012 ungefähr. Also am 19.11.2012 kam der letzte Patch raus dafür. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an mit einer neuen Kampagne. Starten. Wir müssen jetzt unserem Prinzen, den wir selber spielen, den sehen wir hier unten übrigens, einen Namen geben. Und da der Prinz leider nur männlich sein kann, ist das unser guter Brenno hier. Also ich. Ja. Gut. Noch was vorweggenommen. Jetzt kommt gleich ein sehr interessantes, lustiges Intro und danach eine Cutscene. In der Cutscene werde ich versuchen vorzulesen. Das Problem ist, die Cutscene, die Texte springen automatisch weiter. Also seht's mir nach, wenn ich vielleicht etwas zu schnell lese oder nicht vorlesen mitkomme. Ihr könnt ja danach einfach pausieren und die Sachen selber nochmal nachlesen. Okay, also wir starten. A long, long time ago, in a somewhere around here, I mean, in this very mountain, the first dwarves entered this world. The dwarves had unlimited ambition and the talent for whatever they set their minds to. They dug through mountains, built wondrous artifacts and structures, and had a courage of steel to face the fiercest of monsters. And win. On their way to glory, encountered other races, such as the nimble elves and the mighty dragons. With their help, soon the dwarves had spread far from their homeland and created a vast kingdom. But that was a long time ago,
And I was merely ancient back then. In the end, it was due to change. They came from the unknown regions of the north. Mages. The dwarves had never seen anything like them. They wielded powerful energies called magic and brought with them terrible creatures that seemed to hate the very world itself. Even so, the dwarves offered their hand in friendship. But the mages had no such intentions. They struck out against the dwarves, and soon the Great Dark Magic War had begun. The dragons flew to help the dwarves, but the mages were so powerful that they managed to strike the dragons down from the sky, destroying them. The elves fled the lands to let the dwarves fight for themselves. The noble dwarves fought long and hard for their survival against the ruthless mages and the terrible destruction they brought in their wake. With no one to help, the dwarves were pushed back. Dad, you told this story dozens of times already. It's not real. There are no mages or dragons, and we don't even have a great kingdom laying around. This is boring to listen to again. I don't know. But soon, the dwarves will rise again, and they will build a civilization worthy of their stolen glory! Dad, are you talking to yourself again? No. I'm the prince, and you will Vater, ich bin da. Gab es etwas, über das ihr mit mir sprechen wolltet? Ja, mein Sohn, in der Tat. Seit dem Tag eurer Geburt wart ihr ein fauler Drückeberger. Ihr habt keine Ahnung von der Größe, die ein wahrer Zwerg verkörpern sollte. Nein, ihr denkt nur daran, wie ihr euch den Bauch vollschlagen könnt. Aber Vater, jetzt reicht es. Ich werfe euch hinaus und damit ihr lernen könnt, wie man sich um seinen eigenen Zwergenklan kümmert. Damit ihr lernen könnt. Erst wenn ihr euch als mein Thronfolger und als wahrer Zwergenprinz unter Beweis gestellt habt, dürft ihr nach Hempfort zurückkehren. Und jetzt geht. Tschüss. Ah, hat einigermaßen geklappt. So, wir kommen auf der Übersichtskarte. Ich gehe mal kurz ins Spielmenü, um Pause zu machen, weil sonst kommt gleich Dialog. Und den will ich erst nachher machen. Erst einmal, ja, es hat geklappt doch mit dem Vorlesen gerade ganz gut. Ich habe mich nur einmal ein bisschen verhaspelt. Aber man hat gesehen, der Text springt teilweise sehr schnell weiter. Und das kann ich leider nicht unterbinden. Ich habe schon geguckt, ob man das unterbinden kann. Naja, wem es trotzdem zu schnell war, der kann ja, wie gesagt, Pause machen und es nochmal nachlesen. Auf jeden Fall, das Intro selber war ziemlich lustig. Mit dem Pappfigürchen-Theater. Und ja, man hat gesehen, die Zwerge haben einmal diesen ganzen Kontinent hier regiert. In Frieden mit den Elfen und den Drachen, was schon ziemlich sonderbar ist, mit Zwergen und Drachen im Frieden. Dann kamen die bitterbösen Magier, also hier sind mal die Magier, die Bösen. Ja, und haben alles kaputt gemacht. Mit TIE Fightern und verbogenen Löffeln. Auch den Eiffelturm der Zwerge. Ja, also man sieht schon, das Spiel kann man nicht ernst nehmen. Das Spiel ist auch nicht da, um ernst genommen zu werden. Das ist ein Zwergenspiel. Zwerge kloppen sich und Zwerge saufen. Aber Zwerge sind trotzdem cool, also lebt damit. Ja.
Jedenfalls haben wir jetzt gerade im Intro gesehen, dass die Magier die Zwerge hierher zurückvertrieben haben, auf das kleine Stückchen Eiland hier. Und den Rest erobert haben. Und ja, der Sprecher im Intro da, der Puppentheatermensch, das war König Vater, der alte Zwergenkönig, der uns jetzt als Prinzen rausgeschmissen hat. Und der Prinz, der sich beschwert hat, das waren wir. Okay. Und jetzt gerade eben in der Cutscene haben wir gesehen, dass er uns rausschmeißt. Wir sollen einen eigenen Zwergenclan gründen und da dürfen wir irgendwann zurückkehren. So, nach dieser Cutscene sind wir jetzt auf der World Map gelandet. Also sozusagen die Kampagnenkarte, die aber ganz ziemlich interessant gemacht ist. Ich gehe jetzt erstmal auf Fortsetzen, dass wir mal den Spielverlauf weitermachen können. Und dann habe ich noch was dazu zu sagen vielleicht. Seid gegrüßt, Zwerge. Willkommen in Vanaheim. Ach, ich sollte mich wohl vorstellen. Ich bin der Prinz des Zwergenvolks, der einzige direkte Nachkomme von König Vater, unserem Herrscher. Also er heißt König Vater hat mich ermutigt, es mit meinen Pflichten etwas genauer zu nehmen und deshalb werde ich nun meinen eigenen Clan anführen. Aber zuerst müssen wir etwas bestehen, was sich die Prüfung nennt, damit wir als eigenständiger Clan anerkannt werden. Wir sollten uns die Regierungslektion ansehen, die König Vater für uns vorbereitet hat. Klickt dazu einfach auf die Lektionsschaltfläche in unserem Bildschirmteil. Davon abgesehen können wir zwei Orte besuchen. Den Garten, wo wir die Führung unserer eigenen Siedlung üben können und die Prüfung, wo es unseren Mut zu testen gilt. Ich würde zuerst empfehlen, dass wir uns mit Königs Vater Lektionen befassen, dann alles im Garten ausprobieren und schließlich die Prüfung unter Beweis stellen, aus welchem Stein wir gehauen sind in der Prüfung. Die verfügbaren Orte, zu denen wir reisen können, sind mit Symbolen gekennzeichnet. Wenn wir auf sie oder ein Land klicken, werden uns zusätzliche Informationen darüber angezeigt. Jupp. Also, wir können... Im Garten können wir Schritt für Schritt jedes wichtige Detail der Führung eines Zwergenclans durchgehen. Wenn wir uns dazu bereit fühlen, sollten wir uns zu die Prüfung begeben. König Vater möchte, dass ich mich dort unter Beweis stelle. Oder so. Ja. Anscheinend kann man nur zum Zwergenclansführer werden, wenn man dort alle Missionsziele erreicht hat. Ein bisschen out of Spiel, aber das ist ja egal. Ich verstehe aber nicht, warum ich das... Ja, das war zu schnell. Wenn wir uns zum Verlassen eines Ortes entschließen, sollten wir uns unseren bisherigen Spielfortschritt speichern. Jede lebende Kreatur wird dann so freundlich sein und bis zu unserer Rückkehr am Platz verharren. Wenn wir nicht mit dem Spielverlauf zufrieden sind, können wir einen Ort auch verlassen, ohne abzuspeichern. Wenn wir uns das nächste Mal dorthin begeben, werden sich die Zwerge an den letzten Speicherpunkt erinnern. Sie werden alles so herrichten, wie es vorher gewesen ist. Sie werden sogar Blöcke auffüllen, die wir bereits ausgegraben hatten. Ja, das klingt sehr interessant, nicht wahr? Wenn Zwerge etwas erreichen wollen, schaffen sie das auch. Ich liebe diese Weltkarte einfach. Wellen schlagen gegen Klippen, die Blätter raschen im Wind, Wolken treiben umher. Stellt euch vor, dass Zwerge vor langer Zeit jeden Ort hier bereisen konnten. Vielleicht werden wir eines Tages wieder alle Länder besuchen können. Wenn wir dazu bereit sind, sollten wir uns einen Ort im Mittelland auswählen, um uns dorthin zu begeben. Ja, also Vanaheim ist, glaube ich, die gesamte Welt hier. Hat er nochmal was zu sagen? Ich hoffe mal nicht. Und Hemland hier ist das erste Gebiet, also das ganze Gebiet hier. Hier gibt es zwei Orte, der Garten und die Prüfung. Der Geburtsort und die Heimstätte der Zwerge. Die felsige Umgebung hat die Zwerge im Laufe der Jahre geformt. Hier lernten sie viele ihrer Fähigkeiten, die ihnen einst die Eroberung und Behauptung fast jedes Landes in Vanaheim ermöglichten. Die Zwerge haben hier seit dem großen Krieg isoliert gelebt. Von allen großen Zwergenstädten auf der Welt ist nur noch Hemford übrig geblieben. Ja, und wir haben zwei Missionen hier. Einmal der Garten. Steht hier gleich schon, ist das Tutorial. Hier erfahrt ihr Schritt für Schritt, wie ihr euren eigenen Zwergenclan führen könnt.
Ein kleines Gebiet, in dem schon viele unerfahrene angehende Clansführer können als Anführer erprobt haben, bevor sie sich der Prüfung stellten. Dieses kleine, direkt neben Helmfort gelegene Gebiet wurde früher zum Lagern von Ausrüstung und Rohstoffen genutzt. Ein guter Ort für die Grundausbildung. Und dann haben wir die Prüfung, ist auch noch Tutorial. Hier muss jeder angehende Clansführer die fortgeschrittenen Aspekte der Clansführung erlernen. Nur jene, die die harte Prüfung überstehen, erwerben das Recht, Clansführer zu werden. Nur echte Zwergenführer können bis zum Ende der Prüfung vordringen und sie absolvieren. Hier werden Legenden geboren. Jupp, wir haben hier unseren Prinzen mit der dicken Nase und hier unten noch die Lektion von König Vater. Und ja, er heißt König Vater, wirklich. König Vaters Lektion, also er ist unser Vater, also der Vater vom Zwergenprinzen Brennoir, und er heißt König Vater. Und er hat hier ein Kurz-Tutorial. Aha, ihr wollt also mehr über das Regieren eures eigenen Zwergenclans erfahren, nicht wahr? Nun, ihr habt den Richtigen gefragt. Hier werde ich euch alles Wissenswerte mitteilen, das ihr über das Spiel von A Game of Dwarves wissen müsst. Wählt einfach die gewünschte Wissenskategorie auf und ihr seid euch bewusst, dass diese Lektionen immer da sein werden, falls ihr etwas vergessen habt oder euer Wissen vertiefen möchtet. Und seid euch bewusst. Also ja, Steuerung, Befehle, dann die Zwerge, die einzelnen, die wir haben können. Das wird aber alles größtenteils auch im Garten erklärt, deswegen spare ich mir das jetzt mal. Geh mal kurz nur die Hauptmenü-Sachen durch. Also hier seitlich. Und gut zu wissen. Also ja, man hat Befehle, die man Zwergen geben kann und so weiter. Und das hier sind halt die verschiedenen Zwergenarten, die man im Wert des Spiels haben kann. Und die haben natürlich auch Bedürfnisse. Dann können wir natürlich Sachen bauen und dann gibt es noch die gut zu wissen Sachen. Aber das wird alles im Laufe des Spiels kommen. Und vor allem auch im Laufe des Gartens. So. Wir starten gleich mal in den Garten. Vorweg, falls euch die Übergänge komisch vorkommen zwischen der Map und den einzelnen Missionen, das liegt daran, dass DxTory den Ladebildschirm nicht capturen kann. Der ist auch nur eine Sekunde lang, also laden tut das Spiel verdammt schnell, muss ich sagen. Und in der das heißt, es DxTory splittet einfach die Aufnahmesession an den Stellen auf. Nur als kleine Vorwarnung. Nicht, dass ihr euch wundert. Also, wir starten jetzt in den Garten. Denn nur die Harten kommen in den Garten. Jo, und da sind wir auch schon. Hear me out. In Ordnung, da wären wir also. Und jetzt dürfte der Text nicht mehr von selber weitergehen, weil hier oben das dicke, fette Pause-Symbol ist. Hier haben viele Zwergenclan-Anführer ihre Fähigkeiten geübt, bevor sie sich der Prüfung unterwarfen. Dies ist ein idealer Ort zum Erlernen der Grundlagen des Regierens und der Verwaltung seiner eigenen Siedlung. Wir sollten uns wirklich König Vaters Lektion auf der Weltkarte ansehen, wenn wir das nicht eh schon gemacht haben. Dort erklärt er nämlich alles Wissenswerte darüber, wie man alles regiert. Fürs Erste sollten wir uns aber auf die Ausbildung konzentrieren, und zwar Schritt für Schritt. Also unsere Ausbildung zum Zwergenherrscher und nicht die Ausbildung unserer Zwerge. Man sieht übrigens, jeder Zwerg hat seinen eigenen Namen, was ich auch cool finde. Und eine Stufe, also unser Bergarbeiter hier ist nur Stufe 1. Unser Prinz Brennoir ist standardmäßig Stufe 10. Gut. Das Quest-Tagebuch sollten wir genau im Auge behalten, denn dort finden wir genaue Informationen über alle Quests, die wir zum Abschluss des Levels ausführen sollten. Gut. Die Kings-Quest-Sachen hier unten ignorieren wir erstmal. Wir konzentrieren uns nur aufs Main-Quest, also zum Kings-Quest komme ich nachher. Wie man gräbt, grabt und erkundet. Jetzt benötigen wir eine Grundausbildung. Wenn wir den Anweisungen Schritt für Schritt folgen, sollte alles klappen. Jetzt müssen wir uns eine interessante Aufgabe suchen. Da muss es doch etwas zu finden geben, wenn wir uns ein bisschen durch die Blöcke graben. Was wären wir Zwerge schon, wenn wir nicht in den Boden graben könnten, nicht wahr? Wir sollten nach Blöcken Ausschau halten, die wir durchgraben können. Dieses Gebiet scheint mit Undigium gefüllt zu sein. Also Undigium.
Also nicht durchgrabbar. Aber diese Blöcke sind zu hart. Erdblöcke sollten also leicht zu erkennen sein. Ja. Umsehen können wir uns sowohl mit der Maus als auch mit der Tastatur. Die Kamera bewegt hier mit der Maus, indem ihr an den Bildschirm ranfahrt. Jupp. Mit der Tastatur, mit WASD, damit werde ich hauptsächlich navigieren wahrscheinlich, weil es einfach schneller geht als wie mit der Maus. Zudem der Kamera haltet entweder das Mausrad gedrückt. Halten wir entweder das Mausrad gedrückt und ziehen dann die Maus. Oder aber wir drücken Q und E, das werden wir auch eher machen. Weil das damit einfach smoother geht. Unter Tage liegt nicht alles auf einer Ebene. Wir sollten uns daher auch oben und unten umsehen. Dies geschieht über die Schieberegler in der rechten Bildschirmecke, also die hier. Damit können wir hoch und runter. Oder auch schneller hoch und runter. Wobei der Schieberegler nicht so gut klappt. Mit den Tasten R und F können wir uns außerdem bewegen. Jo. Das werde ich wahrscheinlich machen, wenn ich mich wieder ordentlich dran gewöhnt habe. Das ist nämlich am Anfang, weil ich auch schon lange nicht mehr gespielt habe, ein bisschen holperig. Und ja, wie man schon hier jetzt sehen kann, das wollte ich auch noch hinzufügen. Es hat ein bisschen Ähnlichkeit vom Aussehen her mit Dungeon Keeper 2. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, also letztes Jahr, 2015, fürs Protokoll, mal einen Blog gelesen über Dungeon Keeper 2 Nachfolger. Da wurden solche Spiele erwähnt wie Dungeons und auch Game of Dwarves. Nur finde ich, dass Game of Dwarves nicht selber versuchen will, ein Dungeon Keeper-Klon zu sein. Allein schon wegen dem Hintergrundsetting, dass wir Zwerge spielen. Das Einzige, was die beiden Spiele halt gemeinsam haben, ist das Ausbuddeln von Räumen und Gängen und so weiter. Aber sonst haben sie nicht viel gemeinsam. Ich meine, allein schon dadurch, dass wir mehrere Ebenen haben, durch die wir scrollen können, was bei Dungeon Keeper eben nicht möglich war, ist das doch schon ein bisschen anders. Und auch das Gameplay von sich aus ist ziemlich anders, weil wir ganz anders mit unseren Zwergen und Räumlichkeiten umgehen als in Dungeon Keeper. Also habe ich den Vergleich, dass Game of Thrones ein Dungeon Keeper-Klon sein soll, nie wirklich verstanden. Aber gut, wir wollen jetzt weiter mit dem Tutorial machen. Das war nur ein kurzes Zwischenwort. Manchmal ist es vielleicht ratsam, die Ansicht etwas zu vergrößern oder zu verkleinern. Mit der Maus erreichen wir dies über das Mausrad. Ja, scrollen werde ich übers Mausrad. Zoomen werde ich übers Mausrad. Da benutze ich nicht die Y- und X-Tasten. Wobei es englische Tastatur ist. Also bei mir ist das die Z-Taste. Was ziemlich blöd ist. Ja. Gut, das war die Bildschirmsteuerung. Jetzt dürfte er gleich erklären, wie wir buddeln. Lass uns mal sehen, was ich hier in meinem Thronsaal habe. Ein Thron, das ist der hier. Einen Zwergenhort, das ist das Ding hier, dieser Brunnen hier. Und einen Bergarbeiterzwerg. Echt nur ein Zwerg? Ja. Um ihn an die Arbeit zu schicken, sollten wir zuerst den Grabbefehl auswählen. Diese blinkende Schaltfläche im Menü. Jupp. Danach sollten wir einen Block auswählen und ihn anklicken. Daraufhin begibt sich der Bergarbeiterzwerg zu ihm und gräbt ihn aus. Lasst uns das ein bisschen üben. Wir sollen ein paar Blöcke auswählen, die er ausgraben muss. Die große schwarze Leere um uns herum besteht aus Blöcken, die noch nicht ausgegraben wurden. Achtet aber darauf, dass viele Blöcke hier aus Undigium zu bestehen scheinen und nicht ausgegraben werden können. Also ja, das hier sind alles Erdblöcke. Der Boden hier besteht nur aus Undigium bis jetzt. Das sind diese dicken, fetten Granitbrocken hier. Wenn die Markierung während der Ausgrabung eines Blocks rot wird, dann besteht dieser Block aus Undigium. Und das bedeutet, dass wir uns zum Ausgraben einen anderen Block suchen müssen. Jo, geben wir mal Ausgrabbefehle. Also das ist wirklich das Einzige, was ein bisschen Dungeon Keeper mäßig ist. Und ja, er kriegt halt, weil er ein Bergarbeiter ist, durchs Ausgraben Erfahrungspunkte. Und ja, das hier ist unser Zwergensinn. Wir wissen, dass hinter
hier hinten ein Hohlraum sein muss. Das spüren unsere Zwerge einfach, die unter der Erde leben. So. Wartet mal, was ist denn das? Anscheinend haben wir einen großen leeren Raum gefunden. Und was ist das da drüben? Das sieht wie Gold aus. Wir sollten etwas davon einsammeln. Über den Grabebefehl, den wir für jeden Block anwenden, sammeln wir Materialien und Mineralien. Wer weiß, welche glänzenden Dinge wir finden, wenn wir hier herumgraben. Jo, das sind Goldblöcke hier. Also die sehen definitiv anders aus als die Erdblöcke, die wir hier haben. Ich lasse ihn aber trotzdem mal noch diesen Block hier ausfuchten. Und lasse ihn hier mal den Gang vergrößern etwas. Schmale Gänge haben halt nur den wirklich nur den Vorteil. Ja, und er kann die Wand auch verfehlen, was ich lustig finde. So, wir geben ihm jetzt mal den Befehl, hier überall 2 Schritt weit reinzugraben. Und man sieht, Gold abbauen dauert etwas länger. Und wo sehen wir unser Gold nochmal? Ach ja, hier unten. Genau. Aha, schaut euch diesen großen Raum an. Das muss einer der älteren Teile Hemforts sein. Seht ihr diese dunklen gefärbten Blöcke? Grabt sie bloß nicht aus, sonst können wir nicht fortfahren. Ja, also diese hier, die ein bisschen moosig aussehen. Wenn wir etwas näher ranzoomen. Toller Fund, Bergarbeiterzwerg. Jetzt hast du dir eine Pause redlich verdient. Fürs Erste sind wir mit Graben fertig. Lass uns den Grabbefehl vorübergehend deaktivieren, während wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Der ist aber noch weiter vorhanden, den ich gegeben habe, die Grabbefehle. Wahrscheinlich brauchen wir ein Bett, damit unsere erschöpften Zwerge einen Ruheort haben. Ja, jetzt kommen wir erstmal zum Bau von Gebäuden. Also man sieht, wir sollen zuerst einen Jungzwerg anfordern. Da kommt wahrscheinlich jetzt gleich der Tutorial-Text, also werde ich kurz warten. Also wir können natürlich mal kurz ins Main-Quest gucken. Jetzt müssen wir etwas bauen, aber leider kann das unser Bergarbeiter-Zwerg nicht. Wir benötigen einen neuen Jungzwerg. Ja, ich lasse mal die Quest-Texte hier im Tutorial gut sein, weil das ist einfach nur allgemeine Information. In den späteren Missionen, also gerade in der Prüfung, werde ich dann die Texte von den Missionen, wenn ich nicht drauf vergesse, natürlich vorlesen. Was wir wirklich brauchen, ist ein Jungzwerg. Einen jungen und unausgebildeten Zwerg. Wenn sie genügend Erfahrung erlangen, können wir sie in jede Art von Zwerg verwandeln, die wir benötigen. Lass uns nun auf die Hemford-Schaltfläche in der unteren Bildschirmecke klicken. Dort können wir Jungzwerge anfordern. Lass uns nun einen Jungzwerg anfordern. Benutzt dazu die Hemford-Schaltfläche und klickt auf die Schaltfläche zum Anfordern von Jungzwergen. Also ja, Jungzwerge kosten nichts. Werden hier eben angefordert. Über den Zwergenhort. Den wir hier drüben upgraden können. Und hier unten ist sogar ein Handelsmenü. Also dort können wir Ressourcen an Hemford verkaufen. An unsere Heimstadt. Oder Ressourcen kaufen mit Gold. Was in manchen Fällen ganz nett ist. Und man sieht, es gibt viele Ressourcen. Was schon mal vermuten lässt, dass das... Das war gerade komisch, wir sind doch im Pausemodus. Was vermuten lässt, dass das Spiel sehr tiefgründig werden kann. Also ja, wir haben standardmäßig Holz und Stein. Was auch Sinn macht. Dann haben wir Turmalin. So eine Art... Alchemie, Material, Eisen ist auch klar. Marmor, was etwas edler ist, genauso wie Obsidian. Titan, also noch besser als Eisen. Mauerstein und Drachenblut. Und man kann sehen, die Preise schnellen immer mehr in die Höhe.